Grüß euch, liebe Freunde. Ich bin heute unterwegs in der Natur. Es ist jetzt schon 17.30 Uhr, aber wenn man sieht, die Sonne strahlt vom Himmel. Es ist noch wunderbar warm. Und ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt noch ein bisschen in den Wald und ich nehme euch mit. Schauen wir mal, welche Eindrücke das wir haben, was wir sehen. Was für Überraschungen das gibt. Die Natur ist Gott, hat der Bruno gesagt. Die Natur ist Gott. Gott ist ja überall. Also wir finden ihn ja in jedem Strauch, in jedem Baum, in jedem Stein, in uns selbst. Aber wenn man da so in die Natur geht, es ist so, also für mich, was Besonderes. Und wenn ich da jetzt zu dem, ich sage jetzt mal zu dem Wald anfange, Kim, dann mache ich meine Hände auf und bitte um Einlass in den Wald. Es ist ja das Wohnzimmer für die Bäume, für die Tiere, für die Pflanzen. Wir wollen ja auch, dass jemand bei uns an der Haustür klingelt und nicht einfach durch unser Haus oder durch unsere Wohnung durchläuft. Wunderschön da herin. Wunderschön. Leider war ich jetzt zu spät mit meiner Kamera, aber da war jetzt gerade ein ganz kleiner Hase und der ist da auf dem Weg gekoppelt. Und das sind die Momente, die mich glücklich machen. Ein kleiner Hase, der vor mir herhoppelt. Dieser Weg, dass ich da gehen darf, dass ich Füße habe, mit denen ich wohl da gehen darf. Und ins Irrheit. Vielleicht nur Belastung habt und im Bett liegt, dann schaut euch Naturvideos an. Auf YouTube gibt es so viele wunderschöne Naturvideos. Die kann man sich auch anschauen. Dann ist man auch sozusagen in der Natur. Diese Stille, diese Ruhe. Wir suchen ja immer unser Glück im Außen. Wenn das ist, dann, ja dann geht's mir gut. Oder wenn der oder der so zu mir ist, ja dann ist ja alles ganz anders. Oder wenn ich jetzt vielleicht mir dieses Kleid kaufe, dann schaue ich ganz anders aus, dann geht es mir besser. Ich muss mich belohnen. Liebe Freunde, es wird sich überhaupt nichts ändern, sondern man wird nur frustrierter dabei. Ich spreche aus eigener Erfahrung, ich war früher genauso. Ja. Das Glück finden wir nur in uns selber. Wenn wir uns verändern, dann finden wir Freude. Dann kommt das Glück zu uns. Dann werden wir gesund. Dann ziehen wir alles Gute an. Aber wenn wir unser Glück bei anderen suchen oder im Materiellen, wird es nie was. Wir sind vielleicht für den ersten Moment glücklich. Ja, ja, das stimmt schon. Und was ist dann? So funktioniert das Leben einfach nicht. Wenn wir wirklich glücklich sein wollen, und ich sag's nur mal, ich sprich aus eigener Erfahrung, dann dürfen wir selber an uns arbeiten. Dann dürfen wir was dazu beitragen. Unseren Beitrag leisten. Wir suchen im Außen. Dabei haben wir alles in uns drin. Gott ist in uns drin, das Größte, was es überhaupt gibt. Warum sucht man dann im Außen, wenn wir alles haben?
Wir brauchen kein Werkzeug dazu, wir brauchen kein Besteck, wir brauchen nichts. Nichts. Es kostet überhaupt gar nichts, keinen Cent kostet es. Wenn wir an uns selber arbeiten. Und das ist eine anspruchsvolle Arbeit. Das geht nicht mit einem Fingerschnips und jetzt ist alles anders. So funktioniert es nicht. Das ist eine Transformation. Der Bruno hat gesagt, was du säst, wirst du ernten. Ist die Saat eine gute, werden wir Gutes ernten. Ist die Saat eine schlechte, werden wir Schlechtes ernten. Es ist ein ganz einfaches Prinzip. Und so ist es auch mit unserer Gesundheit. Wenn wir immer an unsere Krankheit denken, mir geht es ja schon wieder so schlecht. Jetzt habe ich das und das. Jetzt muss ich gleich im Internet nachschauen, was ich da wieder habe. Ja, dann habe ich das. Wenn ich es aber loslasse und sage, lieber Gott, ich lege mich in deine Hände. Du weißt, was für mich gut ist. Ich bitte dich, helf mir. Vater, du bist bei mir und alles ist gut. Ja, liebe Freunde, ich bin jetzt fast wieder am Ausgangspunkt. Es war wunderschön und da sieht man noch einen Traunstein. Ja, ich wünsche euch gute Gedanken, gute Taten, gute Worte und lasst es euch gut gehen. Denkt einmal an euch selber. Der Bruno hat gesagt, seien Sie einmal im Leben Egoist und das darf man auch sein. Und einfach jetzt das Frühjahr genießen und egal, ob es in der Natur ist, vielleicht auf dem Balkon oder man schaut beim Fenster raus. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Eure Jemmy.